Hallo zusammen, mein Name ist Silvan. Ich nehme euch heute mit auf eine kleine Trainingseinheit in Beckeried und erzähle euch etwas über das Projekt «Nicht ganz 100». Bis bald, viel Spass! Ich bin jetzt in Beckeried angekommen und hier auf dem Weg von der Wanderroute 98, im Waldstätterweg, auf Richtung Seelisberg hoch. Ich werde dort eine Runde drehen und wieder zurückspringen Richtung Beckeried. Generell werde ich in den nächsten 10 Tagen recht viel Trainingslauf machen, so viel wie es noch geht. Sehr viele Höhenmeter machen. Und Höhenmeter sind enorm wichtig. Das Projekt «Nicht ganz 100» hat über 6500 Höhenmeter drin. Wird recht tough. Also, jetzt noch ein bisschen trainieren. Gerade beim Rütli unten durch, in der Rufe über Seelisberg jetzt zurück nach Beckeried. Und so langsam geht die Sonne unter, es wird dunkler. Und ich habe gerade vor mir ein wunderschönes Sonnenuntergangsszenario. Mega cool. Aber haben wir leider leicht Sorgen, weil ich habe die Taschenlampe daheim vergessen. Und der Retourweg ist zu einem grossen Teil im Wald, das wird jetzt nicht dunkel. Aber trotzdem lustig und hoffe, ihr hört nochmal von mir und tschüss. Ich bin auf dem Weg nach Beckeried im Wald stecken geblieben. Ich bin jetzt heimgekommen. Es ist doch noch relativ dunkel geworden, doch dank einem guten Anteil mit dem Licht hat das tiptop geklappt, durch den Wald springen. Ich tue euch unten mit einer, in der Beschreibung noch einen Link hier zu Strava, wo ihr die Route nachschauen könnt, falls euch interessiert. Und tschüss auch generell, wenn ihr Feedbacks habt, Fragen, schreibt mir einfach hier unten in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, wie das Video angekommen ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.